Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 77. Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen. Berichterstatter ist der Kollege Decker. Er hat das Wort. Bitte schön. 77, ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen den Bericht und die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses vortragen. Bevor ich zum Gesetz komme, noch der Hinweis, dass es hierzu zwei Anträge gegeben hat, einen von der FDP und einen von der Fraktion der LINKEN, die sich beide auf den KFA beziehen. Deshalb darf ich Ihnen hier auch die Beschlussempfehlungen vortragen. Nach der Drucksachennummer beginne ich mit dem Antrag der LINKEN. Hier ist die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP gegen die Stimme der LINKEN bei Stimmenthaltung der SPD den Antrag abzulehnen. Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Dringlichen Antrag der FDP betreffend KFA besser und gerechter gestalten, Bürger und Gewerbe nicht stärker belasten, kommunale Selbstverwaltung stärken, lautet wie folgt. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum A, mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimme der FDP bei Stimmenthaltung der SPD und der LINKEN Nummer 3 des Dringlichen Antrags abzulehnen. Buchstabe B, mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP Nummer 4 des Dringlichen Antrags abzulehnen. Und C, mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD und der FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN die Nummern 1, 2 und 5 bis 8 des Dringlichen Antrags abzulehnen. Jetzt zum Gesetzentwurf. Hier lautet die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Herr Abgeordneter, herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Abgeordneter Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Da wir gestern Abend die beiden gerade vorgestellten Anträge bereits abgestimmt haben, will ich mich jetzt ausschließlich auf den Gesetzentwurf beziehen, den wir in dritter Lesung ja heute auch verabschieden wollen. Der erstmals nach dem neuen Gesetz ermittelte kommunale Finanzausgleich für das Jahr 2016 wird einen historischen Höchststand haben. Noch nie in der Geschichte Hessens wurden in einem solchen Umfang den hessischen Gemeinden, Städten und Kreisen finanzielle Mittel vom Land zugewiesen. Die von der hiesigen Opposition verbreiteten Behauptungen, es würde an den Kommunen gespart, ja, sie würden geradezu kaputt gespart, sind damit eindeutig widerlegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, auch wenn die Plakate wie dieses hier schon gedruckt sind und mit ihren schwarz-grünen Streifenmuster auch sehr nett anzuschauen sind, sie liegen damit komplett auf dem Holzweg. Wiesbaden als Beispiel wird aus dem neuen KFA einen zweistelligen Millionenbetrag zusätzlich erhalten. Also wird hier überhaupt nichts durch die schwarz-grüne Landesregierung gekürzt. Sie müssen Ihr Plakat wieder einstampfen. Und auch die Flatterbänder können Sie entsorgen, wenn Sie nicht sich dem Vorwurf aussetzen wollen der fortgesetzten Falschbehauptung. Meine Damen und Herren, es ist sehr zu begrüßen, dass wir eine Übereinkunft mit den Kommunalen Spitzenverbänden erzielen konnten, die zu Recht als allseitige Akzeptanz der wesentlichen Inhalte des Gesetzes wahrgenommen wurde. Natürlich wünscht sich wie immer bei Verteilungsdiskussionen jede Seite mehr. Indes findet man am Ende einen tragfähigen Kompromiss. Und damit, meine Damen und Herren, landen auch sämtliche erhobenen Behauptungen der Opposition, man habe die Vereinbarung der kommunalen Seite geradezu abgepresst, direkt in der Lächerlichkeit.
Die drei Präsidenten, mit denen wir am 7. Juli bis zur Übereinkunft verhandelt haben, sind sämtlich gestandene Sozialdemokraten. Allein schon der Gedanke, dass ein Erich Pieper, ein Bertram Hilgen oder ein Karl-Heinz Schäfer sich erpressen lassen würde, sind vollständig absurd. Schlimmer noch, die SPD beleidigt mit solchen Aussagen ihre eigenen führenden Kommunalpolitiker. Meine Damen und Herren, wenn obendrein Jürgen Dieter vom Städtetag, auch Sozialdemokrat, in der gemeinsamen Pressekonferenz klar und deutlich sagt, dass der neue KFA für die kommunale Seite, ich zitiere, in schlechten Zeiten besser ist als der alte, Zitat Ende, dann bestätigt er damit, dass das neue Gesetz sein wichtigstes Ziel erreicht, nämlich den hessischen Kommunen in finanzwirtschaftlich schwierigen Zeiten eine verlässliche Ausgabenfinanzierung zu garantieren. Meine Damen und Herren, Schwarz-Grün hat das Urteil des Staatsgerichtshofs eindeutig zugunsten der Kommunen umgesetzt. Ein Urteil, das ganz anders als von interessierter Seite gern missinterpretiert wird, unter anderem folgende klare Aussage enthält, ich zitiere, nicht auszuschließen ist, dass auch weitere Kürzungen sachgerecht wären. Zitat Ende. Denn das Gericht beanstandete nicht die Höhe der Mittelzuweisung, sondern ausschließlich die fehlende Bedarfsanalyse. Und genau diese Analyse liegt nun, und zwar nach übereinstimmender Beurteilung aller Beteiligten, nach intensiver gemeinsamer Arbeit in beeindruckender Qualität umfassend vor. Und, meine Damen und Herren, deshalb ist es mir auch wichtig, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium, bei der Datenverarbeitung und beim Statistischen Landesamt und ebenso allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der kommunalen Seite, in den Kommunen und bei den Spitzenverbänden für ihren immensen Einsatz ganz besonders zu danken. Hier wurde von allen Seiten Beispielgebendes geleistet und damit auch eine exzellente Grundlage für eine vernünftige, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf diesem Feld für die Zukunft gelegt. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, einzelnen Kommunen, die unzufrieden sind, und das sind natürlich vor allem Abundante, möchte ich abschließend raten, sich vor weiteren Schritten ganz genau zu informieren. Eine Finanzkraftumlage gibt es bei mindestens in 9 Bundesländern, von denen außer in Hessen überall die SPD an der Landesregierung meist führend beteiligt ist. Es gibt zum Thema auch schon mehrere verfassungsgerichtliche Entscheidungen, die einen solchen horizontalen Ausgleich geradezu verlangen. Dass bei dieser Faktenlage ausgerechnet die SPD im Hessischen Landtag gegen die interkommunale Solidarität ankämpft, das kann man nur als Symptom akuter Orientierungslosigkeit verstehen. Meine Damen und Herren, wir GRÜNE, und ich komme zum Schluss, verlassen unsere Freude über den neuen KFA jedenfalls uns nicht eintrüben. Hier und heute erfolgt eine Weichenstellung zugunsten einer nachhaltigen Finanzierung unserer Gemeinden, Städte und Kreise, und wir sagen ein klares Ja dazu. Denn es ist ein großer Schritt in die gute Zukunft. Und ein nächster Schritt, das hat der Finanzminister ja vorgestern bereits angekündigt, wird auch noch folgen. Aufbauend auf dem Programm des Bundes werden wir die kommunalen Investitionen verstärkt fördern. Doch darüber sprechen wir dann in der nächsten Sitzungsrunde nach der Sommerpause. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Schäfer-Gümbel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir hatten nicht wirklich Hoffnung, dass Sie 48 Stunden Nachdenkenszeit noch einmal nutzen, um die wesentlichen Probleme des KFA 2016 neu hier ernsthaft aufzurufen. Ich will für uns klar festhalten, lieber Kollege Kaufmann, ja, das mag sein, dass es in der Summe es derzeit einen historischen Höchststand im KFA gibt, was zwangsläufig auch das Ergebnis eines historischen Höchsteinnahmestandes geht. Das wird sich allerdings nach der Kommunalwahl deutlich ändern.
Zweitens. Es ist völlig klar, dass dieser neue KFA dauerhaft und strukturell 500 Millionen € weniger als vor 2011 im KFA dokumentiert. Das hat Ihnen derselbe Jürgen Dieter, den Sie gerade für sich in Anspruch genommen hat, ebenfalls ins Stammbuch geschrieben, weil er gesagt hat, dass in normalen Zeiten dieser KFA definitiv ein Problem für die kommunale Seite ist. Wir haben drittens. Sie haben drittens, und das richtet sich insbesondere an den Minister, Herr Pentz. Ich würde gerne mit dem Minister in dieser Debatte reden, wenn es geht. Danke. Die sechs rechtlichen Bedenken gegen den kommunalen Finanzausgleich 2016 neu nicht widerlegen können. Sie haben sie nicht aufgelöst. In allen wesentlichen Punkten gab es keine qualifizierte Antwort. Und auch das will ich heute noch einmal ausdrücklich festgehalten haben, dass alle rechtlichen Bedenken gegen den KFA ausdrücklich nicht ausgeräumt sind. Sie ignorieren weiter, dass die relativ gute Finanzsituation, wenn man sich die Zahlen anguckt, der kommunalen Seite im Wesentlichen zwei Gründe hat, jenseits des Themas, das ich Ihnen zubillige. Das ist nämlich erstens, dass auf der kommunalen Seite auch mit Druck der Kommunalaufsicht massiv an den Gebührenschrauben gedreht wurde, im Übrigen von einer Partei, die ansonsten Steuergerechtigkeit ablehnt. Und zweitens, und auch darauf habe ich schon hingewiesen, wir haben das in dieser Woche schon einmal diskutiert, gleichzeitig auf der kommunalen Seite dramatisch auf der Investitionsseite eingekürzt wurde. Und alle Investitionen, die in den vergangenen Jahren nicht gemacht wurden, werden sich aufbauen. Übrigens ein Thema, das nicht hinreichend im KFA 2016 bei der Aufgabenbeschreibung aufgenommen wurde. Und dass es beispielsweise in Wiesbaden reale Kürzungen, massive Kürzungen geben wird, auch in diesem Jahr, das könnten Ihnen Ihre Koalitionsabgeordneten Klee und Wallmann mit Blick auf die Debatten in der Stadtverordnetenversammlung hier in Wiesbaden erklären. Man kann sich in der Tat die Welt so drehen, wie man sie will. Aber es ändert nichts daran, Herr Klee und Frau Wallmann, dass es in Wiesbaden ziemlich muntere Debatten über die Frage gibt, wie man massive Einsparungen im Haushalt erreichen muss. Und es an der Stelle, Kollege Al-Wazir, es nutzt uns ja nichts, wenn Sie darauf hinweisen, dass Sie jetzt Höchststände haben. Fakt ist, dass im Blick auch auf die mittelfristige Finanzplanung der Landeshauptstadt, um nur ein Beispiel zu nehmen, es zu massiven Einkürzungen kommt und das trotz Ihres exorbitant ausgebildeten kommunalen Finanzausgleichs, wenn sich das Argument von Ihrer Seite. Regen Sie sich doch einmal auf, Herr Wagner, regen Sie sich doch einmal auf. Regen Sie sich doch auf, kommen Sie nach vorne, reden Sie, alles gut. Die allseitige Akzeptanz, Herr Kaufmann, die Sie eben beschrieben haben, und dabei bleibe ich, die allseitige Akzeptanz, die Sie eben gerade mit Blick auf die Vereinbarung geschrieben haben, und ich muss das zugestehen, das haben Sie kommunikativ gut hingekriegt. Sie waren ja unmittelbar beteiligt an den Verhandlungen, genauso wie Herr Schork. Und ich habe mit allen drei Präsidenten geredet. Und natürlich haben die am Ende das Ergebnis akzeptiert, insbesondere auch der Verband, der am wenigsten von der Vereinbarung haben wird, nämlich der HSGB, weil sozusagen von ihrer Seite sehr klar gemacht wurde in den Verhandlungen, entweder unterschreiben alle drei, oder es wird nichts mit der Weiterleitung von Bundesmitteln und sonst was. Und ich nenne das in meiner politischen Interpretation den Versuch der Erpressung, um das mal ganz klar zu benennen. Und dass am Ende der Landkreistag beispielsweise, aber auch der Städtetag mit Blick darauf, dass die Weiterleitung der Bundesmittel etwa 350 bis 400 Millionen € mehr im Jahr bedeutet in der Kasse, das akzeptiert haben, das verstehe ich völlig. Die können gar nicht anders, als das zu akzeptieren. Es wäre fahrlässig gewesen, wenn sie es anders gemacht haben. Aber zum Abschluss, meine letzten zwei Sätze, zum Abschluss will ich Ihnen eins sagen. Sie werden heute einen Etappenerfolg bei der Frage der Kommunalfinanzen 2016 erzielen. Sie haben hier die Mehrheit, völlig klar. Sie werden kommunikativ damit eine Zeit lang durchkommen. Aber an der realen Situation in einer erheblichen Zeit,
In einer Zeit, in der viele Kommunen mit dem Rücken an der Wand stehen, daran werden Sie nichts verändern. Bauen Sie weiter Ihre Wolkenkuckuckshalbe. Die Wirklichkeit wird Sie einholen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Abg. Schork für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu Beginn und als Vorbemerkung möchte ich feststellen, dass der Kollege Schäfer-Gümbel in seinem Redebeitrag festgestellt hat, dass die Verabschiedung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 ein Etappenerfolg ist. Das ist eine neue Äußerung, die wir bisher in der Debatte noch nicht gehört haben. Und wenn ich das übertragen darf, wenn ich mir so manche Etappe bei der jetzigen Tour de France angucke, ist es oftmals so, dass derjenige, der die Königsetappe in den Alpen als Erster gewinnt und den Gipfel erreicht, auch der Gesamtsieger ist. Ich gehe fest davon aus, dass dies auch für dieses Gesetz des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 gilt. Und Sie haben ja diese dritte Lesung beantragt, um uns 48 Stunden zum Nachdenken zu geben. Allerdings haben Sie diese Zeit zum Nachdenken mit keinem neuen Vorschlag in der Debatte am Dienstag und mit keinen Vorschlägen und Diskussionsbeiträgen in der Haushaltsausschusssitzung befruchtet in dem Sinne, dass wir darüber nachdenken können. Von Ihnen kamen keine Vorschläge. Im Gegensatz zu den Kollegen von der FDP, die ihre Vorstellungen, die wir in der zweiten Lesung bereits diskutiert hatten, ja im Haushaltsausschuss zur dritten Lesung noch einmal zur Diskussion gestellt haben. Und ich spreche dies aus einem Grund an, weil das war wirklich für mich eine Überraschung. Die FDP hat vorgeschlagen, das Thüringer Korridormodell dahingehend zu ändern, dass man von 50-100 auf 70-120 verändert. Die SPD-Fraktion waren diejenigen, die das aus dem Gesamtpaket herausgenommen haben und zu unserer Überraschung sich bei diesem Vorschlag der FDP enthalten haben. Und damit dokumentiert haben, dass sie mit ihrer Kritik an dem Thüringer Korridormodell und an möglichen Veränderungen daran offensichtlich dokumentiert durch ihr Abstimmungsverhalten kein Interesse haben. Und wir halten fest, weil auch das gesagt worden ist, dass in 2011 der kommunale Finanzausgleich für die Kommunen besser war. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der SPD, damit verkennen Sie den Systemwechsel, der mit dieser Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs aufgrund des Urteils, des sogenannten Alsfeld-Urteils, verbunden ist. Es gibt eben für die Kommunen, auch in Zeiten schlechterer Steuereinnahmen, eine Garantie einer Mindestfinanzierung, die sich an dem Bedarf zu orientieren hat und die ein völlig neues Element ist. Allein dieser Punkt sagt schon sehr deutlich, dass das für die Kommunen eine wesentliche Verbesserung der finanziellen Sicherheit für die Zukunft bedeutet. Und ein Wort
zu dem, was immer als Erpressung bezeichnet wird. Ich hatte, wie ich das nenne, wissen Sie gar nicht, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, weil ich dazu noch nichts gesagt habe. Aber ich war bei den Gesprächen dabei. Und es gab im Verlauf dieses Gespräches eine Unterbrechung, indem sich die kommunalen Spitzenverbände sehr intensiv unterhalten haben. Und als Ergebnis kam dann von den kommunalen Spitzenverbänden, die Vorschläge werden akzeptiert, und wir sind bereit anzuerkennen, dass das, was wir dort verhandelt und festhalten wollen, ein vertretbarer Kompromiss darstellt. Bei allen unterschiedlichen Auffassungen, die es zu einzelnen Punkten im KFA gibt, haben die kommunalen Spitzenverbände, nachdem sie intern beraten haben, gesagt, das ist ein vertretbarer Kompromiss. Daraus und aus diesem Gesprächsverlauf nun eine Erpressung zu konstruieren und ins politische Geschäft zu bringen, können Sie machen. Ich teile diese Auffassung klar und eindeutig nicht. Es war ein faires, konstruktives Gespräch, und dabei bleibe ich. Was? Es war nicht so. Herr Kollege, es war eindeutig Herr nicht Kollege. So. Herr Kollege, Herr Schork, Sie haben das Im Wort. Im Ergebnis, das will ich zusammenfassend festhalten, ja, okay. Die kommunalen Kommen Spitzenverbände, ich wiederhole das, bezeichnen das als vertretbaren Kompromiss. Wir sind davon überzeugt, dass man mit dem kommunalen Finanzausgleich ein Gesetz auf den Weg bringen und einen Finanzausgleich, der klar, fair und ausgewogen ist. Und deswegen freue ich mich, dass dieses Gesetz heute Gesetz wird. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die nächste Wortmeldung ist der Abg. van Ooyen für die Fraktion DIE LINKE. Herr Kollege, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist nun bis auf Weiteres die letzte Runde in den Beratungen zum Kommunalen Finanzausgleich hier in Hessen. Aber eben, wie ich vermuten will und Sie sicherlich auch schon gehört haben, es ist bis auf Weiteres die letzte Veranstaltung dazu. Die Landesregierung hat in den Beratungen genug Gelegenheit, die grundsätzlichen Probleme der Finanzierung der hessischen Kommunen anzugehen. Statt sich aber klar und deutlich dazu zu bekennen, dass die Kommunen in Hessen angemessen ausgestattet werden sollen, hat sich Schwarz-Grün dafür entschieden, an der strukturellen Unterfinanzierung der hessischen Kommunen nichts, aber auch gar nichts zu ändern. Auch 2016 werden in hessischen Kommunen Eintrittsgelder und Kita-Beiträge steigen, die Zuschüsse vieler Kommunen an Sportvereine sinken, Schwimmbäder schließen, die Grundsteuern erhöht und andere öffentliche Leistungen eingeschränkt oder gleich ganz abgeschafft werden. Dazu hat sich die Landesregierung entschieden, weil sie nicht will, dass die Kommunen zusätzliche Handlungsspielräume bekommen. Schwarz-Grün macht also schlicht da weiter, wo Schwarz-Gelb aufgehört hat. Dabei will ich gar nicht verschweigen, dass einige der Änderungen, die die Landesregierung eingeführt hat, im Grundsatz gar nicht so falsch sind, weil sie unter der Überschrift der Solidarität die Umverteilung zwischen den Kommunen stärken. Das sehen wir deutlich anders als die FDP und teilweise auch die SPD. Starke Kommunen sollen sehr wohl mehr zur Finanzierung aller Kommunen beitragen. Aber Fakt ist eben auch, dass die Landesregierung überhaupt nicht dafür sorgt, dass die Kommunen in Hessen souverän und handlungsfähig sind. Sie wollen ihnen nicht einmal die Pflichtaufgaben voll finanzieren. Herr Schork, auch wir hatten einen solchen Antrag gestern Abend noch einmal
zur Beratung vorgelegt und haben sehr deutlich gesagt, dass wir mit diesem Korridorverfahren, wie es angewandt wurde, nicht einverstanden sind und hatten darum gebeten, im Verordnungswege das noch einmal aufzugreifen. Das haben Sie abgelehnt. Ich wollte es nur sagen noch einmal. Auf diesem Hintergrund ist es natürlich leicht, die Solidarität der Kommunen untereinander zu fordern. Wenn man als Landesregierung die Kommunalfinanzen vor allem als Steinbruch sieht, um den Landeshaushalt für die Schuldenbremse fit zu machen, missbraucht man den Begriff der Solidarität. Wir wollen statt einer Umverteilung der unzureichenden Mittel zwischen chronisch klammen Kommunen eine bessere Finanzierung aller Kommunen durch das Land. Mir ist schon klar, dass man dafür auch auf Bundesebene mehr Geld braucht. Aber außer in Sonntagsreden höre ich von dieser Landesregierung nichts, was die Unterfinanzierung der Kassen von Land und Kommunen beenden würde. Bisher hat Hessen jedenfalls keine Anstrengungen unternommen, die Wiedererhebung der Vermögensteuer im Bundesrat vorzutragen. Bisher haben sich vor allen Dingen das Land auf das Sparen der Kommunen fixiert. Sie sollen es ausbaden, indem sie die Grundsteuer vor Ort teilweise verdoppeln und so die Lebenshaltungskosten für Rentnerinnen, Studierende und kinderreichen Familien erhöhen. Sprich, statt die Reichen in diesem Land endlich zur Kasse zu bitten, macht Schwarz-Grün lieber nicht sich die Finger schmutzig und überlässt es den Kommunen, die Kürzungspolitik gegen die Menschen in Hessen durchzusetzen. So sieht es doch in den Kommunen aus, die durch die Schutzschirmvereinbarung oder durch die Kommunalaufsicht zu immer neuen sozialen Grausamkeiten gedrängt werden. Die KFA-Reform wäre eine günstige Gelegenheit gewesen, daran etwas zu ändern. Diese Landesregierung hat sie verspielt. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Dr. Hahn für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Arbeit, die jedenfalls die Haushälter, aber auch die Kommunalpolitiker in diesem Hause in den letzten anderthalb Jahren hart beschäftigt haben, neigt sich nun dem Ende zu. Ich muss für meine Fraktion für die Freien Demokraten gestehen, diese Arbeit hätte einen besseren Ausgang verdient, als Sie ihn heute beschließen. Sie hatten die Möglichkeit, von den Regierungsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 den GRÜNEN die Vorschläge noch einmal zu bedenken. Und in der Haushaltsausschusssitzung, Sie haben darüber gesprochen, Herr Schork, vielen Dank, dass Sie differenziert haben, am vergangenen Dienstag jedenfalls teilweise zu übernehmen, die wir in unserem Fünf-Punkte-Programm noch einmal vorgelegt haben. Wobei ich gleich sagen will, meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat nichts mit parteipolitischer Arroganz zu tun, wenn ich von wir rede, sondern wir haben das zusammengestellt in dem Antrag, der leider von den Regierungsfraktionen am Dienstagabend niedergestimmt worden ist, was die Diskussionslage der kommunalen Familien in diesem Lande ist. Wir haben nicht ordnungspolitische Dinge dort hereingeschrieben, die man möglicherweise den Anführungszeichen bösen liberalen Anführungszeichen unterstellt, sondern wir haben nur die Punkte zusammengeschrieben, in denen die Kommunen gesagt haben, hier könnte man wirklich einen fairen und einen ausgewogenen Vorschlag unterbreiten. Diese Chance hat CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN verpasst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben ganz bewusst uns so verhalten, wie wir uns verhalten haben. Und Sie haben ja auch gemerkt, dass während des Prozesses z. B. auf einmal die Industrie- und Handelskammern – vielen Dank an Herrn Dr. Leder und anderen – diese Positionen, die ich Ihnen natürlich immer ein bisschen kurz in 5 oder 7 Minuten vorgetragen habe, auf 20 Seiten dokumentiert, rechtlich untermauert vorgelegt hat. Wir haben nie von Anbeginn an, überhaupt nicht, aber auch nicht während des Verfahrens gesagt, aus dem Ding kann man noch etwas machen. Ja, es ist verfassungsgemäß. Bis auf die Frage der Solidaritätsumlage. Das wird geprüft werden. Aber man hätte doch, wieso haben Sie es denn nicht, dieses Angebot angenommen, den Thüringer Korridor zu verändern? Ja, ich weiß genau, warum Sie es nicht getan haben, weil Sie dann nämlich nachhaltig
die Finanzierung der Kommunen in den nächsten 10, 15 Jahren verbessert hätten, nachhaltig verbessert hätten. Sie hätten einen Bedarf bedient. Wir, das Land Hessen, hätten einen Bedarf bedient, der auch wirklich der Bedarf ist. Und da meine ich nicht die goldenen Wasserhähne, weil ich rede von einem Korridor von 70 bis 120 und sogar ein Jurist weiß, dass das Zwischending immer noch nicht 100 ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sogar ein Jurist weiß das. Aber nein, Sie haben diese Chance nicht angenommen, weil Sie sich jetzt ausschließlich im Hinblick auf die Kommunalwahl im März des kommenden Jahres konzentriert haben. Wie kriege ich die Schlagzeile gebacken, dass die meisten Kommunen in Hessen mehr Geld jetzt bekommen? Das war Ihr strategisches Ziel. Aber das ist, verehrter Herr Finanzminister, nicht nachhaltig, weil Sie an mindestens drei Stellschrauben bereits das Gewinde so organisiert haben, dass die jetzt noch hohen Zuschüsse, die zunächst für 2016 kommen, in den nächsten Jahren heruntergehen werden. Das ist dann das, was Kollege Schäfer-Gümbel eben mit etwas anderen Worten nach der Kommunalwahl beschrieben hat. Nachhaltig wäre es gewesen, den Kommunen wirklich den Bedarf zu bezahlen, den sie auch tatsächlich haben, ohne dass es goldene Wasserhähne irgendwo gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren von Schwarz-Grün, Sie wollten das Geld im Landeshaushalt behalten. Deshalb haben Sie diesen ungerechten Weg gewählt. Ich werde mich nicht beteiligen und habe das auch am Dienstag nicht getan. Und kein Liberaler hier in diesem Raum und darüber hinaus zu sagen, dass die kommunalen Spitzenverbände erpresst worden sind. Ich kann mich an den rhetorisch gelungenen und theatralisch auch sehr klugen Beitrag des Finanzministers von vor 48 Stunden noch erinnern. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie doch das Bild auf mit der Spatze in der Hand und der Taube auf dem Dach. Das ist keine Erpressung. Aber man macht es trotzdem nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass man die Kommunen in diese Lage bringt. Sie erleben doch ich habe an diesem Tag heute auch viel rumtelefoniert. Sie erleben doch in der kommunalen Familie derzeit, ja, wie soll ich das umschreiben, ein wechselseitiges Misstrauen. Wieso hat der sich eigentlich dort so benommen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles das hätte man nicht tun müssen. Hätte man an einer Stellschraube wenigstens noch positiv gedreht, die meine Fraktion, die FDP, mit dem Änderungsantrag Ihnen vorgelegt hat. Ich bedauere sehr, dass eine sehr, sehr hochkarätig, auch intellektuelle Diskussion hat vieles wirklich sehr viel Spaß gemacht, in den letzten Monaten jetzt so endet, dass die Kommunen konfrontiert werden mit einem unfairen und kommunalfeindlichen Entwurf und Beschluss des KFAs. Sie hätten es verändern können. Sie haben die Chance vertan. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich den geplanten weiteren Plenarablauf richtig einschätze, stehe ich jetzt als Einziger noch zwischen Ihnen und der Sommerpause. Kommt noch was? Oh, das ist gut, dann kann ich ja noch eine Weile reden. Dann ist ja alles in Ordnung. Alles okay. Das ist doch... So steht der Kollege Schmidt wenigstens im Protokoll des Hessischen Landtages beim Thema KFA. Applaus des ganzen Hauses. Das wollen wir wenigstens einmal haben. Das kriegen Sie auch nicht hin, das ist ja auch kein Problem. Ja, meine Damen und Herren, aber jetzt haben Sie es zweimal gesagt, jetzt haben Sie auch wahrscheinlich alle gehört. So, ja, sehen Sie. Aber die Stenografinnen sind besser als Sie als Zwischenrufer. Also insofern brauchen Sie sich keine Sorgen. Den Scherz beiseite. Ich glaube, dass auch der Verlauf der heutigen Debatte gezeigt hat, dass die Deeskalation in diesem politischen Thema weiter zugenommen hat. Aus dem Vorwurf der Sozialdemokraten der Erpressung ist jetzt binnen zwei Tagen nur noch der Versuch der Erpressung geworden.
nach der Sommerpause wird es wahrscheinlich ein strafbefreiender Rücktritt vom Versuch sein. Also insofern, es geht immer weiter nach unten. Ich habe Herrn Schäfer-Gümbel ausführlich zugehört. Die relativ gute finanzielle Lage der Kommunen kam vor in seiner Rede. Die Erwartung, dass wir mit der Neuregelung des KFA nun kommunikativ ordentlich durchkommen. Also insofern ein Mehr an Kompliment von Seiten der Opposition ist, glaube ich, bei der Gesamtkonstellation nicht denkbar. Vielen Dank. Wir hatten die Debatte des vergangenen Dienstags geschlossen mit dem wechselseitigen Hinweis, dass man jetzt noch einmal 48 Stunden Zeit habe, auch in den Beratungen des Haushaltsausschusses das eine oder andere zu durchdenken. Das Einzige, was inhaltlich von Seiten der Sozialdemokraten im Haushaltsausschuss noch einmal aufgerufen worden war, war die Rechtfertigung des sozialdemokratischen Antrags, die Solidaritätsumlage zuzustreichen. Das kann man tun. Aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer von der Bergstraße, ich habe es einmal runtergerechnet, die 90 Millionen, die dadurch dem Gesamtsystem entzogen worden wären, hätten für die Bergstraßer Kreisangehörigen und Kommunen zwischen 4 und 4,5 Millionen € jedes Jahr an Minus bedeutet. Danke für diese Diskussion, liebe SPD. Gestatten Sie mir noch einen Hinweis, Herr Kollege Hahn. Wir haben es auch diskutiert. Selbst ein vollständiges Wegnehmen der Berechnungsmethode des Thüringer Korridors hätte einen Abzug der Pflichtleistungen von 890 Millionen € nicht bedeutet. So weit, so richtig. Es hätte aber auch bedeutet, dass es einen Stabilitätsansatz in dem Gesamtsystem nicht geben würde. Dieser Stabilitätsansatz beträgt im Jahr 2016 1,05 Milliarden €. Das heißt, Ihre Idee, Ihr vermeintlich so nachhaltiger Antrag zugunsten der Kommunen, hätte für die hessischen Kommunen im Jahr 2016 160 Millionen € weniger bedeutet. Das wäre nachhaltig gewesen, nämlich dauerhaft 160 Millionen €. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, dass bei aller Betrachtung der Einzelheiten, wenn man dann ganz genau hinschaut, man zum Ergebnis kommt, dass wir einen klar, fair und ausgewogenen Prozess organisiert haben. Wir haben am Ende gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden – und ich freue mich ja über die mannigfaltige Interpretation eines Gesprächs, an dem die meisten, die darüber gesprochen haben, nicht teilgenommen haben – jedenfalls wir zu einem Ergebnis gekommen sind, der einen Kompromiss darstellt, der schwierig auch von unserer Seite in der Frage war, bewegen wir uns mit den großen finanziellen Schritten noch einmal auf die kommunale Familie zu, der auf der anderen Seite von Seiten der kommunalen Familie auch ein schwieriger Prozess war, das weiß ich sehr wohl. Und trotzdem haben wir einen Weg gefunden, am Ende diesen Prozess gemeinschaftlich zum Abschluss zu bringen. Dafür bin ich allen, die daran mitgewirkt haben, sehr, sehr dankbar. Das war wahrscheinlich der aufwendigste politische Prozess, den ich das Vergnügen hatte, in meinem politischen Leben bisher mitgestalten, mitorganisieren zu dürfen. Ich danke allen für viel Verständnis, viel Geduld. Manche von Ihnen haben meinen Vortrag zum Kommunalen Finanzausgleich 5, 6, 7 Mal anhören müssen, könnten ihn wahrscheinlich danach auswendig mitsprechen. Aber insofern herzlichen Dank für Geduld, für Zusammenarbeit und Unterstützung. Und ich bin froh, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich komme zur Abstimmung. Wir stimmen ab. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen, Drucksachen 2272 zu 192223 und 191853, in der uns jetzt hier vorliegenden Fassung zustimmen kann, bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen von CDU und die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, FDP und DIE LINKE mehrheitlich angenommen worden ist und damit beschlossen ist und zum Gesetz erhoben wird. Applaus